Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und freut mich, dass du auch wieder dabei bist bei Jurassic Park The Game. Ja, Jurassic Park The Game baut ein bisschen auf dem Film auf, ist 2012 rausgekommen und ist mehr so eine Art interaktiver Film. Man kennt das ja im Grunde genommen. Telltale Games ist ja auch dafür bekannt, hauptsächlich solche Spiele zu machen. Und ja, man wird dort schon gefordert. Einzige Bedingung für dieses Spiel ist, man sollte definitiv den Film vorher gesehen haben. Es ist wirklich wichtig, weil dort im Grunde genommen dieses Spiel läuft parallel zu dem Film Jurassic Park. Das heißt also, man sollte ihn auf jeden Fall schon vorher gesehen haben. Okay, ja, ich habe es schon mal angespielt, um mal zu gucken. Ich meine, ich hatte es grundsätzlich schon einmal gespielt, vor knappen 2 Jahren. Und ja, es könnte durchaus sein, dass... Genau, dass ich mich anstelle, wie als würde ich das erste Mal spielen. Aber trotzdem hoffe ich, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Ja, ich will ein neues Spiel beginnen. Ja. Also dann, viel Spaß bei Jurassic Park The Game. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships and Licensing. Jurassic Park. Isla Nubla. 120 Meilen vor der Westküste von Costa Rica. Wo 2 Schuhe durchs Bild laufen. Oh, okay, sorry. Autsch. Man konnte gerade den Text nicht gut lesen, deswegen. Aber ich denke, wenn die Pfeiltasten kommen, ist klar, was gemeint ist, Gille. Oh, na, wem kommt die Dose bekannt vor, ha? Ha, ha? Eine Dose Rasierschaum-Dino-Embryos. Im Bereich Erforschungsszene verwenden Sie die Pfeiltasten oder WASD, um nach Objekten zu suchen drücken. Was? Um nach Objekten zu suchen drücken. Oh. Da. Oh-oh. Genau, zeig's ihm. Die Maus bewegen, um den Punkt zu zentrieren. Concentration. Einige Aktionen benötigen, dass mehrere Tasten in Reihenfolge gedrückt werden, um sie zu beenden. Okay. Nee. Nee. Oh. Ui.
Prolog abgeschlossen. Rang Gold. Oh, das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass ich es in Gold abschließe. Es ist, wie gut man die Tasten getroffen hat, sozusagen. Um aufzustehen, klicken Sie auf das Symbol und ziehen in die Richtung des Pfeils. Achso. Ui, aber das muss wehgetan haben. Vor allem, wenn man von vornherein schon etwas verletzter ist. Na. Nee. Oh, oh. Das fährt ja komisch. Das war der Prolog. Episode 1. Der Eindringling. Zuvor am selben Tag. Ja, eine schöne Aussicht, aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer oder wie er heißt. Er mag mich. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ich sehe Dschungel und so, aber keine Dinos. Sieh dich um, du wirst sie finden. Oh. Jetzt darf ich Dinos finden. Achso, oder auch nicht. Was ist das denn da? Achso, ich muss sie erst zentrieren. Hey, hier ist so ein Zoom-Dings dran. Wir haben keine Kosten gescheut. Ach, wie ich diesen Spruch hasse. Oh. Ich sehe einen... Oh, egal. Nur einen Felsen. Ich sehe einen Felsen. Och, der will auch erstmal gesehen werden. Was ist denn da? Hoppala. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Aha. Ach, vergiss es. Nur ein paar Vögel. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Öfterst du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. Kann ich den Felsen mir nochmal angucken? Anscheinend. Vielleicht ist ein Dinosaurier hinter dem Felsen. Ja, das wird sein. So, ich muss also Dinos suchen, ja? Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Aha. Was? Nochmal? Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Naja, Ansichtssache. Oh, oh, oh. Dino-Häufchen. Da ist ein Haufen braunes Zeug. Ist das... Wahrscheinlich. Und das würde vielleicht heißen, dass dort ein Dinosaurier ist. Ich glaube eher 10. Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. Oh je. Oh ja, nochmal gucken. Das ist echt groß. Ne? Nochmal? Nein, sie will darüber nicht mehr reden. Okay. Ja, nehme ich hin. Oh. Was ist denn das da für ein kleiner Bunker? Ein Gerätelager. Für Reparaturen an kaputten Dinos? Ja, wir halten sie immer in Schuss, weißt du? Cool. Sind doch keine echten. Ich wusste es doch. Ich wusste es von Anfang an. Ist da drin auch ein Haufen kaputter Rasenmäher, wie in unserem alten Schuppen? Die waren nicht kaputt. Ich habe sie nur restauriert. Und dann waren sie kaputt. Aha! Ja, ja, Moment, Moment. Aber erstmal umsehen. Noch weiter. Ein Zaun. Warum sind denn die netten Dinosaurier eingesperrt? Das ist sicherer für sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Oh, okay.
Das hier wäre mehr Spaß ohne Zäune. Ich glaube, Spaß ist nicht ganz das richtige Wort. Mhm. Wer den Film Jurassic Park gesehen hat, was ich ja hoffe, dass es jeder getan hat, der das Spiel sieht, weiß, dass es definitiv kein Spaß wird. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Ja, fast. Gucken wir nochmal. Kann man hier noch irgendwie was anderes gucken? Naja, anscheinend nicht. Okay. Warte. Ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Die Spuren führen in den Fluss. Klar, der Triceratops hat ein Bad genommen. Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Folgen wir dem Fluss. Da geht er weiter. Aha. Da ist er wohl rausgekommen. Da führen Spuren aus dem Fluss heraus. Du bist auf der richtigen Spur. Und da habe ich doch gerade ein Auto gesehen. Tatsächlich. Na, wer kennt die denn noch? Och, süß. Da unten ist ein Auto. Sicher Hammonds Besucher. Er hat ein paar wichtige Paläontologen in den Park eingeladen. Aha. Die können bestimmt Dinosaurier aus der Nähe sehen. Oh ja. Und deren Häufchen. Wir sollten echt da unten sein. Ehrlich. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über einen Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen, was? Das will ich sehen. Wird wohl nichts. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich habe gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Klugscheißer. Wisser. Komm, gehen wir. Warten wir auf ruhiges Wetter. Bei starkem Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord. Ja, was heißt an Bord? Auch im Park nicht. Habe ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen. Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry wird uns nicht hintergehen, dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Dodgson! Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson! Tatsächlich! Dodgson! Tatsächlich! Es ist dir egal. Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Ach, noch so unverletzt. So, hier ist wieder ein Suchbild. Okay. Weiß Ihnen, Jen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation, muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Mhm. Wie lange warten wir auf Ihre Kontaktperson? Das könnte eine Weile dauern. Laut dem Detektor ist er nicht mal in der Nähe. Ich hoffe, dass diese Tonprobleme, wenn sie sprechen, nur von meinen Kopfhörern kommen. Ich hoffe, dass die im Video nicht ganz so effektiv sind. Was ist auf dem Foto? Das? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasiersaum. Aha, sicher. Rasierschaum. Neuer Dialog verfügbar. Mit Miles zu reden, wählen Sie das Symbol unten rechts. Unten rechts.
Das Gesprächsthema per Klick auswählen. Rasiersaum. Hat Ihr Rasiersaum kein Verfallsdatum? Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment... Verdammter... Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Auf das Symbol in der unteren linken Ecke klicken Sie, verschiedene Schauplätze des Ortes zu untersuchen. So. Untersuchen wir doch erstmal den. Ich habe in den Umschlag gesehen. Zweimal. Und ich sage Ihnen, Sie sind nicht da. Nur im Notfall. Sie und Ihre dämlichen Codenamen. Wenn Sie mehr Zeit mit der Planung und weniger mit Agentenspielchen verbracht hätten, dann hätten wir jetzt kein Problem. Warten Sie. Was? Wir sollten losgehen. Nun ja, ohne Zutrittskarten können wir nicht los. Nee. Dodgson? Das würde ich nicht tun. Ich habe trotzdem in alle Taschen nachgesehen und da waren Sie auch nicht. Gucken wir hier nochmal. Ja, ich habe das Bild gesehen. Gucken wir uns erstmal die Treppe an. Wir kehren nicht auf Sif zurück. Noch nicht. Oh. Marigita, hoffentlich schläfst du warm. Marigita? Ja, okay, ich habe es ja gesehen. Ganz schön nass hier. Fiesadler, che netto. Okay, die Übergabe läuft Säuberung nach Belieben. Was? Osprey? Hm. Kann ich hier mit jemandem reden? Ach so. Ich kann mit mir selber reden. Pesado. Denk einfach immer an das Geld. Ey, das ist cool. Es gibt nur einen Grund, das zu tun. Aber es ist ein guter. Denkt immer nur ans Geld. Ja, ja. Wo werden Sie aufbewahrt? Chadwick! Na gut. Okay. Wie war das? 7832. Da sind die Karten, okay. War hier auch ein Telefon? Kannst du es nicht benutzen könnte, okay. Großartig, vielen Dank, sehr hilfreich. Ja, angeschmiert. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie, Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Das wird nichts. No, Barboso. Ich bezapfe uns die Zutrittskarte. Gut. Was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Okay, ich musste gar nichts machen. Hi, ja, ich bin von der Buchhaltung. Von der Buchhaltung? Nein, nein, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ich bin nur eingesprungen, weil jemand krank war. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine... Hey, ich dachte Sie... Oh. Okay, das war gut, aber... Nix aber. Wir haben es geschafft. Hey, hey, Sekunde mal. Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Ich gebe also die... Sie können dort nicht lang. Hallo. Hi. Wir haben Zutritt gehabt. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende... Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört... zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Oh Mann.
Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Na, Zäune zum Beispiel. Ich repariere Zäune. Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Ach. Das ist ein gutes Allzweckwerkzeug. Schneiden, hacken, was Sie wollen. Dafür habe ich keine Zeit. Bürgen Sie für Sie? Was? Ich sagte, bürgen Sie für Sie. Ja, okay. Verschwinden Sie. Aha. Was für ein Horn. Nächstes Mal sollten Sie mich reden lassen. Este Guanacas. Ganz meine Meinung. So ein Vollhonk. Okay. Der Sturm hat begonnen. Immerhin lässt der Regen nach. Au, Ingen hätte die Insel zubetonieren sollen. Ingen hätte nie herkommen sollen. Und? Zurücktreten, Mr. Chadwick. Mögen Sie mein Aftershave nicht? Ich möchte keine Unfälle. Richtige Tastatur, okay. Um sich durch den Dschungel zu hacken. Achso, es muss grün sein. Oh, hoppala. Okay. Der Dschungel ist hier sehr dicht. Okay, es muss grün sein. Ey! Das ist das Zeichen. Oh, ich werde immer schlechter. Und ich muss mich nur durch den Dschungel hacken. Wenn's grün wird. Er ist doch fast grün. Warum halten wir? Drängeln Sie nicht. Ich komme nicht durch. Ah. Das gibt's doch gar nicht. Ach, das ist schon wieder zu früh. Das Problem. Ich komme schon klar damit. Ja, aber ich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Immer zu früh. Jetzt klappt das. Mein Gott, ein Rasenmäher ist ja nichts dagegen. Jetzt aber. Diesen Weg, den wir uns schlagen werden. Wir haben's. Oder nicht? Ja, und keine Medaille. Ja, sorry. Ich kann mit einer Machete nicht umgehen. Andale, pues. Was ist das für eine Monstruosität? Ingen ruiniert die Insel. Ist es so wichtig, Leute fernzuhalten? Es geht eher um das, was drin bleiben soll. Es ist nur sowas wie eine Art Zoo. Verstehen Sie? Ein Zoo. Ein Zoo? Wofür? Keine Sorge, darin ist nichts, Sie wissen schon, Gefährliches. Finden Sie einfach einen Weg dadurch. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Ein Weg dadurch soll ich finden. Was hat Ihr kleines Spielzeug zu berichten? Das ist ein tragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass wir verdammt nah bei dem Behälter sind. Das ist gut. Oder? 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur, um die Teenager fernzuhalten. Kann ich meine Machete benutzen? Bitte, bitte. Das Licht ist aus. Hey, das heißt sicher, dass der Strom aus ist, oder? Vielleicht. Ja, na klar. Ladies first. Na toll. Du schaffst es. Ich hab's angefasst. Ich hab's Bohren gefasst. Ich meine, wissen Sie, es ist so
Gehen Sie vor. Ach, na Gott sei Dank, da wäre ich wahrscheinlich auch gescheitert. Hm. Oh, ausgehend die Dilophosaurus. Jetzt werden wir bespuckt. Aber stimmt, da ist ja Nedry auch gestoppt worden. Was ist los? ¿Qué es esto? Kein Vaquero. Wie ein Vogel, aber viel zu groß. Ich sagte doch, es ist ein Zoo. Alle möglichen Tiere. Los, los, wir sind fast da. Hm? Haben Sie das gehört? Was war das? Ein Tier. Etwas, das ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir sollten... Shh. Na? Da war nix. Hier? Da war auch nix. Oh Gott! Das Tier kenne ich. Wir nennen ihn Mokupa. Wie ich diesen Dschungel hasse. Dort. Hier lang. Mhm. Das ist es. Maximale Signalstärke. Es ist ganz nah. Juhu. Es ist zu dunkel. Ich brauche Licht. Wo ist Ihre Taschenlampe? Die haben Sie. Ach ja. Habe ich Sie fallen gelassen? Haben Sie etwas gesehen? Verfluchte. Hier drüben. Na also. Ah. Hey, Nedry! Stecken Sie fest oder was? Nedry! Sind Sie taub? Da kletter ich nicht mit meinen 90 Balles rauf. Hey, ich gehe außen rum. Das geht schneller. Idiota. Sowas.